Willkommen, lichtliebende Hüter. Heute zeigen wir, mein lieber Freund Darkroter45 und ich euch einen guten Farmspot auf Titan. Und zum Ende des Videos gibt es noch ein kleines Gewinnspiel zum Mitmachen und Gewinnen. Aber nun erstmal an dich, Kroter. Hallo Leute und Freunde der Jägercrew, Darkroter45 hier. Und ich stelle mich mal ganz kurz vor, auf meinem YouTube-Kanal, Darkroter45, lade ich öfters Destiny-Videos hoch, also ich bin ein Destiny-Content-Creator. Aber eigentlich mache ich Montagen, einmal pro Monat. Wenn ihr euch von meinem Content überzeugen wollt, dann macht es auf jeden Fall nach dem Video, denn zum Ende hin gibt es noch ein Gewinnspiel für euch. Aber von dem Gewinnspiel mal abgesehen, kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Videos, nämlich einem ziemlich guten Farming-Spot, wo man in 4 Stunden bestimmt 8 Exos, wie ich zum Beispiel, kriegen kann. Grob, also wie das grob funktioniert, ganz einfach. Ihr müsst auf dem Planet Titan. Dort müsst ihr zum Startgebiet Sirenenwacht zu Sloan und das Public Event mit dem Panzer machen. Am besten auf Heroisch für guten Loot. Sobald ihr jetzt abgeschlossen habt, geht ihr auf die Map von Titan und geht in das Gebiet Dasrig. Da können 2 Events spawnen, aber nur ein spawnt wirklich. Also es gibt 2 Varianten, da kann der Panzer nochmal spawnen oder das Hexenritual. Denn das wird wahrscheinlich sein, dass eins von den beiden kommt. Es muss einfach eins von den beiden kommen, weil im gleichen Gebiet nicht nochmal was sein kann. Und dann schließt ihr es auch auf Heroisch ab. Und so könnt ihr immer im Wechsel, das geht immer so gesehen im 5-Minuten-Takt, dann könnt ihr immer im Wechsel hin und her diese Events machen. Und wie das jetzt im Ganzen verläuft, das sagt euch der liebe Capo. Genau, ich zeige euch jetzt knapp Schritt für Schritt, wie das Ganze abläuft. Wie also bereits Kroter sagte, suchen wir uns das erste Event aus auf Titan. In diesem Fall hier auf Sirenenwacht. Wenn ihr Glück habt, müsst ihr zu Anfang nicht so lange warten, wie wir auf das Event. Der Boss erscheint und ihr müsst ihn am besten auf Heroisch zerstören. In diesem Fall, für jene, das nicht weiß, wie man hier das heroische Event triggert, ihr müsst diese Energiekugeln, welche aus dem Läufer rausfallen, zu den gegebenen Maschinen bringen, und zwar zu allen. Daraufhin kommt auch der zweite Boss und so weiter. Ihr besiegt ihn, packt euch euer Loot und geht dann sofort auf die Karte. Schaut rüber zum Rig, macht eine Markierung oder Schnellreise und siehe da, dort fängt auch schon in ein paar Minuten das nächste Event an. Falls dort das Event noch nicht angezeigt wird, nicht verzagen, geht einfach hin, es wird mit zu 100%iger Wahrscheinlichkeit dort wieder erscheinen. Um die Zeit, bevor das Event startet, noch ein bisschen zu überbrücken, könnt ihr solange die Rohstoffe auf Titan plündern, hochrangige Gegner besiegen oder einfach quick and easy die geheimen Sektoren plündern. Ja, und das ist eigentlich schon das ganze Grundprinzip dieser Farmmethode. Ihr geht von Event zu Event, denn wie Kroter auch sagte, ihr habt die ganze Zeit die Chance auf Exo-Engramme und Legendäre. Schon beim zweiten Mal, wo ich das hier probiert habe, habe ich auch ein Exo-Engramm gekriegt. Ich weiß, das hat eigentlich auch viel mehr mit Zufall zu tun, aber dadurch, dass ihr die ganze Zeit öffentliche Events macht, steigt eure Chance nur an. Probiert es aus, Leute, sagt uns, was ihr davon hält, denn wir denken, das ist eine ganz legitime und auch nicht nervenaufreibende Farmmethode. Also ganz, ganz entspannt. Aber nun zum kleinen Gewinnspiel. Darkroter hat mir 3 Rockstar Energy Codes gegeben, welche ich an 3 glückliche Gewinner verlosen werde. Um dann teilzunehmen, liked und kommentiert dieses Video mit, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen. Und der Zufall wird bestimmen, wer gewinnen wird. Wie beim letzten Gewinnspiel werde ich alle Namen in den Zufallsgenerator reinsetzen und die ersten 3 kriegen die Codes. Das Gewinnspiel endet am Mittwoch, den 20. September 2017 um genau 12 Uhr mittags. Alles, was danach kommt, wird nicht angenommen. Ja, und somit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieses Videos. Darkroter und ich bedanken uns recht herzlich an alle Zuschauer. Hoffe, ihr macht mit und zudem hoffen wir auch, dass euch diese Farmmethode weiterhelfen wird. Aber vergesst nicht, schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei, Darkroter45, Link in der Beschreibung. Ich wünsche und er wünscht euch natürlich auch einen wunderschönen Tag und